Wir schauen nach Oldenburg. Von dort ist mir Hans-Lothar Domröse zugeschaltet, General AD. Schönen guten Morgen, Herr Domröse. Guten Morgen, Frau Droste. Nun ist es so, das Kriegsrecht hat Putin gestern verhängt. Ist denn nun einen Tag später inzwischen klarer, was genau er damit eigentlich bezweckt? Naja, er hat damit die umfassende Hoheit den Gouverneuren gegeben. Die können alles machen. Sie können evakuieren, sie können einberufen. Übrigens auch in der ganzen Republik sozusagen, in ganz Russland. Das ist schon dramatisch. Man muss sich mal vorstellen, in welcher verzweifelten Lage er zu sein scheint. Er will sie befreien. Kein Mensch will befreit werden. Und als Belohnung verhängt er noch das Kriegsrecht. Das heißt, Ausgangsbeschränkungen und sonst was. Das ist ja fürchterlich für die Bevölkerung. Selenskyj hat jetzt auch noch mal gewarnt, all die Ukrainer, die also dort in den annektierten Gebieten leben, die jetzt möglicherweise auch von der russischen Armee aufgefordert und eingezogen werden könnten. Aber die Frage ist, was bringen denn eigentlich Soldaten, die für die gewollte Sache dann gar nicht kämpfen wollen? Was hat Russland davon? Natürlich nichts. Das unterstreicht, dass er nur Zwang ausübt, dass er nur Einschüchterung ausübt. Und bringt natürlich diese armen Menschen in fürchterliche Situationen. Nicht? Dann heißt es, wir haben ja früher gesagt, als Deutschland geteilt war, Deutsche schießen nicht auf Deutsche. Und jetzt wäre eine Situation, die er provoziert, Ukrainer müssen auf Ukrainer schießen. Und insofern verstehe ich Präsident Selenskyj, dass er gesagt, wenn ihr einberufen werdet, dann legt die Waffen nieder. Das ist leichter gesagt als getan. Eine schreckliche Situation für die armen evakuierten Ukrainer. Zwangs- ja, es ist so, dass... Ja, nun ist es so, dass Russland gestern auch noch mal vor der UN abgestritten hat, dass Drohnen aus dem Iran überhaupt geliefert worden wären. Nun droht ja da auch eine Inspektion, die die UN vorantreiben will. Und Russland hat jetzt auch noch mal gesagt, na ja, wenn ihr das macht, dann müssen wir vielleicht unser Verhältnis zur UN noch mal überdenken. Warum verwendet man denn so viel Energie darauf, das abzustreiten? Ich meine, es gibt ja genügend Bilder, die belegen, dass dort iranische Kamikaze-Drohnen zum Einsatz kommen. Ja, das ist halt die sowjetische und jetzt russische Methode. Erstmal wird es abgestritten, dann wird es zögerlich zugegeben und hinterher gesagt, ach, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr davon redet. Das ist natürlich wahr. Also, für eine Weltmacht, Russland ist ja Sicherheitsratmitglied als Weltmacht, für eine Nuklearmacht ist es schon peinlich, sich von einem Staatssystem leihen zu müssen, einen kleinen Mullah-Staat, so gesehen militärisch, Waffen liefern zu müssen, die sie selbst nicht haben. Also deswegen gibt er das nicht zu, das kann ich verstehen. Das ist mehr als peinlich, denn die russischen Systeme sind ja nicht so erfolgreich wie jetzt die iranischen. Und das wird natürlich rauskommen irgendwann. Sehen Sie da aber eine wirklich neue Strategie, die man eingeleitet hat, eine neue Phase des Krieges, diese vermehrten Drohnenangriffe, vor allem ja offenbar auch wirklich mit ganz klar dem Ziel, die Energieinfrastruktur der Ukraine lahmzulegen? Ja, völlig klar. Also er hat den Schritt schon jetzt vollzogen. Das ist, hat eine gute und eine schlechte Seite. Die gute Seite ist, er hat den Angriff im Prinzip eingestellt. Nicht? Sie liegen fest in den vier annektierten Provinzen. Von dort gibt es ja kein Vorwärts mehr, sondern dort ist er in einer strategischen Defensive. Also er will gar nicht mehr die ganze Ukraine besetzen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass er immer noch jetzt das ganze Land angreift, eben mit den Drohnen und mit weitreichenden Systemen, um damit Terror zu verbreiten und sie letztlich in die Knie zu zwingen. Die Ukrainer sollen aufgeben und die besetzten Gebiete gewissermaßen als verloren anerkennen. So verstehe ich das. Dann wäre er zum Waffenstillstand und zu Friedensverhandlungen bereit. Das werden die Ukrainer nicht einstimmen, aber es kommt eine harte Zeit mit dem Winter ohne Strom, ohne Wärme und Zerstörung, mit Leid und Tod. Also zu der militärischen kommt auch erstmal die psychologische Kriegsführung, indem man genau diesen Druck ja ausübt und diese Aussicht. Herr Domröse, ich danke Ihnen für Ihre Analysen. Vielen Dank, alles Gute.